Sascha Zverev, Marcelo Melo in the Masters Final in Monte Carlo. Was bedeutet es dir hier in dieser geilen Szenerie vor den heimischen Fans? Da waren jetzt einige da. Ja, ich glaube, wir sind beide sehr glücklich darüber. Das ist überhaupt keine Frage. Super Match gespielt auch. Ja, ich meine, es ist natürlich schön, im Finale zu sein. Ich wäre gerne natürlich im anderen Finale auch, aber wenn es diese Woche doppelt ist, ist es auch okay. Ja, aber come on, du bist zum ersten Mal in einem Masters-Finale im Doppel und jetzt mit deinem Kumpel und zu Hause. Ist nicht so schlecht. Deutschland ist immer noch zu Hause. Das ist so meine Heimat, wo ich wohne, aber Deutschland ist immer noch zu Hause. Nee, aber klar, es freut uns natürlich riesig, zusammen im Finale zu sein, glaube ich. Es hilft ihm unglaublich, auch mit dem Ranking. Und ja, ich glaube, wir haben super Matches hier gespielt, gegen super Doppelpaarungen auch gewonnen. Und ich glaube, das freut uns. Ja. Ram Salisbury geschlagen, jetzt Arevalo Pavic. Morgen ist es dann der spricht aber kein Fliegen. Ja, danke für den Tipp. You beat Ram Salisbury, yeah. You beat Arevalo Pavic. Yeah. Tomorrow it's going to be Vliegen Gilles, Belgium double. What do you expect and do you see yourself now as the favorite? No, I think the favorite is always who plays more time together, especially being a doubles players. I mean, we are just enjoying the time here. Today again, we are one game away for them to be in the final and us out. And I think we have to get the opportunity. For me, it's just amazing for me to be playing final in the Master Series in Monte Carlo with Sasha. For me, it's priceless. I really enjoying every single second I can inside of this court. And for sure, I'm going to enjoy tomorrow looking for this title. Okay, you have to recover quick now. And tomorrow it's going to be 12 o'clock. It would be your 10th Masters title. And for him, it will be number one. So how special is it for Sasha? For Sasha, it will be the first in doubles. Of course, he has many in singles. And for me, I hope I can do it. But I have to keep focused like we're doing match by match. Tomorrow, I know, of course, a lot about them. And Sasha brings his game. I give him a little bit inside from the doubles what it is. And then let's go for it. And in the end, how special is double? How cool is double? Einfach nochmal für uns zum Teasing. Wie cool ist Doppel? Wenn man gewinnt, ist es sehr schön. Wenn man verliert, ist es, glaube ich, für mich viel, viel nerviger als Einzel. Weil teilweise, vor allem auch schnell belegen, habe ich keine Kontrolle über den Ballwechsel. Ich weiß nicht so richtig, was passiert. Aber wenn man gewinnt, ist immer alles wunderbar. Deswegen, ich freue mich, dass wir jetzt am Sonntag noch hier sind. Ja. Vielen Dank. In the end, yeah. Good luck tomorrow. Thank you so much. Yeah. Appreciate it. Yeah. Thank you. Danke. Tennis ist schon ein verrückter, intensiver Sport. Ein so langer Samstag geht hier zu Ende in Monte Carlo. Der Platz wird gewässert, Netz wird abgebaut, alles wird vorbereitet für das große Finale. Aber was hatten wir für Halbfinal-Matches? Wir hatten Jannik Sinner, der mal wieder verliert. Ganz, ganz knapp gegen Stefanos Tsitsipas. Erst seine zweite Niederlage in dieser Saison. Und dann knackt zum ersten Mal in seiner Karriere Casper Ruud den Joker. Etwas überraschend, dieses Finale Ruud also nun gegen Tsitsipas. Und dann die irre Wende im Doppelhalbfinale für Sascha Zverev und Marcelo Melo gegen Arevalo Pavic. Und somit gibt es dann am Sonntag hier im Finale das große Endspiel, die Chance für Zverev und Melo, der Heimerfolg in Monte Carlo vor seinen Freunden ab 12 Uhr gegen Gilles Vliegen, die Belgier. Und dann ab 15 Uhr das Einzelfinale Stefanos Tsitsipas mit der Chance auf Titel Nummer 3 gegen Casper Ruud. Viel Spaß auf Sky Sport Tennis.